So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ich habe ja vor kurzem das brandneue und aktuelle Einhorn-Sammelmagazin angeboxt. Und da gab es ja diese Tütchen drinne. Das sind ja die Einhorn-Sammelfiguren. Und ich habe euch ja versprochen, wenn ich sie sehe oder dran komme, dann werde ich ein extra Unboxing von diesen Einhörnern machen. Also mache ich das auch jetzt. Und nicht nur eins, zwei, drei, vier Einhorn-Sammelfiguren habe ich hier. Oder Tütchen. Sammelfiguren sind ja da drinnen. Also fangen wir jetzt direkt mal an, welche Einhörner wir hier drinnen finden. Erstmal die Beschreibung und das Magazin. Wie ihr jetzt auf die Seite seht, sind fünf verschiedene Einhörner. Mit den großen hier unten, der hat nämlich einen anderen Haarschnitt und andere Haarfarbe. Und hier hinten nochmal vier. Also müsste es neun verschiedene Sammeleinhörner geben. Fangen wir jetzt also direkt mal an. Ein schwarzes. Ja, ihr müsst mehrmals reingreifen, weil letztes Mal haben wir es ja schon festgestellt. Da war der Schweif auch ab. Und so ein Fuß. Und wie ihr seht, ist es wieder richtig glitzerig oder glitzern. Ist so eine Art Gel, Silikon mäßig artig. Aber ich schiebe gleich die Kamera anders, dann können wir uns nochmal besser uns anschauen. Oder vielmehr ihr, ich kann sie mir ja immer anschauen. Das ist also Pferdchen 1 oder Einhorn. Obwohl, es hat kein Einhorn. Tütchen Nummer 2. Oh, da sind schon mehrere Teile drin. Sieht so aus wie ein Reh. Aber wenn es gleich fertiggestellt ist, was ist das? Auch so ein kleines. Ein kleiner wäre ich bestimmt. Und hier haben wir nochmal zwei Flügel. Ja, die hätte man vor dem dran machen sollen. Aber sie halten auch nicht richtig. Ah, nee, da muss man. Glaube ich, wenn man damit dauerhaft spielen will, sie richtig ankleben. Eine Seite, die hält ja wenigstens. Dass Sie sehen können, wie das Pferdchen aussieht oder das Einhorn. Obwohl hat auch kein Einhorn. Aber ist auch wieder mit diesem Glitzersilikon. Ah, da muss der Fuß irgendwie drauf, sonst kippt der nämlich um. Kommen wir jetzt zu Tütchen Nummer 3. Und jetzt vorab, wer sich die Tütchen schon gegönnt hat, sie kosten circa 1,99, also um die 2 Euro liegen die, habe ich bezahlt. Vielleicht gibt es ja irgendwo Preisunterschiede, aber 2 Euro für so ein Tütchen, für so ein Pferdchen ist okay, wie ich finde. Und jetzt natürlich an euch, habt ihr euch auch schon mal so ein Pferdchen gegönnt oder mehrere? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Auch für die anderen Zuschauer, ob sich es wirklich lohnt, sie zu kaufen. Das kennen wir ja noch. Es kommt ja hier so rein, dass es steht. Das ist nun mein viertes und letztes Tütchen. Wenn ihr wollt, dass ich mir noch mehr besorge, schreibt es in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da, dann sehe ich das auch. Und wie gesagt, ihr schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und ob ihr sie schon selber sammelt. Ganz egal was, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles kommentieren um die neuen Sammelfiguren einhören. Oh, da ist mein zweites. Da sind beide Flügel dran. Aber ihr habt es ja gesehen.
Er kippt so um. Muss man auf das Steinchen stellen. So sehen sie aus. Alles mit diesem Glitzersilikon. Jetzt werde ich mal eben die Kamera umstellen. So sehen sie jetzt von vorne aus. Und wie gesagt, ihr schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und wie gesagt, sie glitzern ein bisschen. Mal gucken, ob man sie jetzt so sieht. Nein, nicht wirklich, aber ihr seht schon, so leicht glitzerhaft ist es. Ich habe leider ein doppeltes gefunden oder gezogen, ganz wie ihr es sehen wollt. Ich wollte euch einfach nur die neuen Sammeleinhörner präsentieren. Habe ich getan. Wenn ihr gerne davon noch mehr sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.